Die Bundesregierung hat gesagt, man soll Fahrgemeinschaften bilden. Und das heißt, wenn vier Leute in einer Firma arbeiten und die wohnen in der gleichen Straße, dann sollen die zusammen zur Arbeit fahren und nicht mit vier verschiedenen Wagen. Und die Minister haben schon ein gutes Beispiel gegeben, denn die Minister fahren jetzt nur noch ins Amt mit ihrem Chauffeur. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussehen wird, wenn so vier aus einer Straße zusammen mit dem Wagen fahren. Da gibt es viel Ärger. Nur, einen Wagen habe ich schon eben gebaut, so. Jetzt brauche ich noch Geräusche. Johnny, ja. Du kommst zufälligerweise vorbei. Ja. Und kannst du eben Autogeräusche machen? Ja, ich habe zufälligerweise ein Mikrofon. Nein, ach, Zufall. Ist ein Zufall. Ja. Johnny, du machst Geräusche, ja? Gut. Und wir machen jetzt ein Auto. In Ordnung. Ja, okay. Oh, Tür auf. Die Türe. Tür auf, ja. Moin. Moin. Moment, du bist quer durch die Tür gegangen. Oh, Entschuldigung. Eine enge Kiste wieder hier. Ja, wenn es Ihnen zu eng ist, dann kommt das nur, weil Sie zu dick sind, ja? Passen Sie mit Ihrem eigenen Wagen. Moin. Moin. Wo bleibt noch die Hanke? Schon 30 Sekunden zu spät. Ja. Machen Sie doch mal auf! Wie was? Na, der Pups! Ach, Entschuldigung, aber ich hätte beinahe vergessen, die Heizung abzudrehen. Ja, und auch die Tür zuzumachen. Ach so. Wenn Sie noch einmal zu spät kommen, dann fahren Sie wieder selbst zur Arbeit, ja? Das soll nicht wieder vorkommen. Okay. Wenn ich nicht will, kannst du nicht fahren. Ja, jetzt fahren wir. Ja. Jetzt hat jeder von uns Herren eine Woche lang die anderen in seinem Wagen mitgenommen. Fräulein Hanke, ja? Nächste Woche sind Sie dran. Ich? Wieso ich? Ich hab doch gar kein Auto. Wir sind Sie noch früher zur Arbeit gefahren? Na, mit der Straßenbahn. Mit der Straßenbahn? Wir sind gerade bei einer Haltestelle. Bitte, gute Fahrt. Benzinmuffel. Bitte, machen Sie bitte das Fenster zu, ja? Ja, aber das stinkt so mit seiner Zigarre hier. Machen Sie gefälligst die Zigarre aus. Da, Vorsicht! Da. Bitte, fahr ich oder fahren Sie? Ja, aber Sie werden doch beinahe auf die Straßenbahn da aufgefahren. Man ist sich doch seines Lebens nicht mehr sicher hier. Da läuft man doch lieber. Ja, bitte, laufen Sie dann, hier. Ja, bitte, bitte, gehen Sie zu Fuß, bitte. Schön, wissen Sie, was ich von Ihrem Wagen halte? Er hat eine fabelhafte Straßenlage. Ja. Er hat nur einen Nachteil. Er hat 3 Monate Lieferfrist. Ja. Nur was mich am meisten stört an dem Wagen, dass er so teuer ist. Aber er ist ja so leicht zu steuern. Jeder Trottel kann damit fahren. Da sagen Sie das Richtige. Jeder Trottel kann damit fahren. Ja. Warum fahren Sie da nicht? Da kann ich schön dahinter sitzen. Ja, dann aber gern. Ja.